2.6.2023, zweites Jahr und Tag 98 im Ukraine-Krieg. Bevor wir zum Lagebericht kommen, schauen wir uns erstmal unseren heutigen Sponsor an. Und zwar wird dieses Video gesponsert von Ihnen, und zwar von allen meinen Zuschauern und Abonnenten. Hier sehen Sie keine Werbung in den Videos und auch kein Sponsoring von anderen Firmen. Nachrichten und Informationen sollten fern von Werbung und Einflüssen aller Art sein, weshalb hier auch nicht ständig irgendwelche Spendenlinks im Chat oder Stores beworben werden. Leisten auch Sie Ihren Teil und unterstützen Sie den Kanal mit einem kostenlosen Abo, vor allem wenn Sie wiederkehrender Zuschauer sind. Dafür bedanke ich mich jetzt recht herzlich. In Berdjansk ist es wieder zu Explosionen gekommen. Den Berichten nach konnten mehrere ukrainische Raketen, selbiges passierte auch in Kursk. Auch hier wurden in der Nacht zahlreiche Explosionen in der Stadt und im umliegenden Gebiet gemeldet. In Marinka konnten die russischen Streitkräfte nach langer Zeit wieder Gewinne vermelden. Dabei handelt es sich um den restlichen Teil im Norden der Stadt. Anscheinend haben die russischen Streitkräfte diesen Vorstoß nur mit Hilfe von tschetschenischen Kämpfern durchführen können. Marinka haben wir uns bereits schon öfter angesehen, jedoch blieb die Lage in den letzten Monaten unverändert, bis auf diesen großen Gebietsgewinn auf russischer Seite. Die russischen Streitkräfte nutzen die östliche Bachmut-Mine als großen Nachschubpunkt für die Soldaten in der Stadt und an der Nordflanke. Es wurde beobachtet, wie Munitionslastwagen und Ausrüstung in die Mine einfuhren und sie danach wieder verließen. Daraufhin griff die Ukraine einen dieser Konvois an und zerstörte dabei zwei Fahrzeuge, welche Munition nach Bachmut bringen sollten. Wir sehen also, dass Russland die Stadt weiterhin versorgt und große Lager in den geschützten Minen vorbereitet, welche als theoretisch unantastbare Reserve dienen, falls Bachmut angegriffen wird oder eben belagert werden sollte. Sie stellen sich also auch auf einen längeren Kampf ein, was taktisch gesehen nicht unklug ist, da die Gegenoffensive bestimmt auch hier ihre Spuren hinterlassen wird. In der Stadt selbst sollte der Rückzug der Gruppe Wagner seit gestern beendet sein, als auch deren Streitigkeiten mit dem Verteidigungsministerium wegen der mangelnden Ausrüstung und Munition. Dafür fängt aber der nächste Streit mit den Tschetschenen und der Gruppe Wagner an. Das kommt Putin natürlich sehr recht, da so keine der Gruppierungen weiterhin an Macht gewinnen kann, wenn diese sich selbst misstrauen und weiter anfeinden. Da die Gruppe Wagner nun verschwunden sein sollte, wird der Nordwesten durch die 200. motorisierte Schützenbrigade und das 9. motorisierte Schützenregiment gehalten. Die Stadt selbst wird laut diversen Quellen von der 57. motorisierten Schützenbrigade als auch von Teilen des 217. Fallschirmjägerregiments besetzt. Im Süden der Stadt befinden sich weiterhin das 137. Fallschirmjägerregiment. Und weiter unten an der Südflanke ist noch die 4. und die 72. motorisierte Infanteriebrigade, welche Klischivka, also die Festung im Süden, halten. Interessant dabei ist vor allem zu sehen, dass die Einheiten, welche die Stadt halten, müssen oder sollen, diejenigen sind, welche bisher die meisten Verluste hatten und diese wahrscheinlich noch nicht wirklich nachbesetzt worden sind. Wir haben ja selber bei der Verteidigung von Bachmut gesehen, dass beim Orts- und Häuserkampf nicht so viele Einheiten notwendig sind wie draußen auf dem offenen Feld, um dieselbe Verteidigungswirkung zu erhalten. Ich denke, dass die Russen auf dieselbe Karte spielen möchten und deshalb die Einheiten der Stadt behalten, welche auch hohe Verluste hatten oder vielleicht nicht ganz so gut ausgerüstet sind, wie welche, die jetzt halt an den Flanken operieren. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.